vor der Kirche ist im Moment die Situation völlig entspannt. Wir haben keine Demonstranten mehr vor der Kirche, nachdem vorgestern das Zeltlager und die Barrikaden hier gestürmt und geräumt wurden, sind die Demonstranten runter zum Maidan gedrängt worden vorgestern. Die Situation in der Stadt heute Nachmittag ist auch eine ruhige, sogar eine entspannte, auf dem Maidan eine fröhliche Stimmung, weil man nämlich im Moment gerade den Sieg feiert. Man hat ja den Sturm der Berkut heute Nacht erlebt, bis in die Morgenstunden hinein. Ich war selbst noch mit unten auf dem Maidan heute Morgen, als ich die Granatabschüsse der Tränengasgranaten hörte und dann aus dem Bett sprang und runter ging zum Maidan. Man hat also große Ängste, große Befürchtungen gehabt, dass die Berkut weiter vorrückt und den gesamten Maidan räumt. Sie sind aber irgendwann von den friedlich Protestierenden aufgehalten worden. Man hat sich ihnen in den Weg gestellt und die Berkut ist dann irgendwann nicht weiter vorgerückt. Es wurde hell, es wurden immer mehr Leute und man hat also dann den Rückzug angetreten. Und das feiern die Menschen im Moment gerade auf dem Maidan. Sie feiern ihren Sieg und ich habe selber gesehen, wie getanzt wurde auf dem Maidan, wie Leute fröhlich sangen, mitsangen, die Nationalhymne immer wieder angestimmt wurde und gesungen wurde und wie Menschen wirklich froh und stolz auch auf ihr Land da auf dem Maidan stehen und ja friedlich, fröhlich weiter demonstrieren. Ich habe keine Angst. Das ist und ich denke, das ist ganz wichtig. Ich nehme das Wort, ich glaube, das kommt am häufigsten in der Bibel vor. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. So häufig, wie das gesagt wird, vom Alten Testament bis rein ins Neue und immer weiter. Gottes Zusage ist da, ich bin bei euch. Von daher, ich habe selber keine Angst. Wir sind natürlich vorsichtig, das ist klar. Wir sind mittendrin in dieser Situation, wo ja man nie weiß, ob nicht auch wieder Gewalt angewendet wird. Aber wir leben als Kirchengemeinde, wir leben auch als Familie, natürlich unser Leben weiter. Gemeinde muss eigentlich das anbieten, was, denke ich, die Gemeinde St. Katharina tut. Sie öffnet Türen für Menschen, die unterschiedlichsten Bedürfnisse haben. Wir wissen, dass Menschen körperliche Bedürfnisse haben, wir wissen, dass Menschen geistliche Bedürfnisse haben. Das versuchen wir, also den Menschen zu bieten, zu geben. Ich sagte schon, alles, was nötig ist, Tee, Kaffee, einen Raum zum Ausruhen, Wärme, auch nicht zu vergessen, die Verbindung zum Internet, die wir hier freigegeben haben in der Kirche für viele, die ihre Familien anrufen, ihre Freunde anrufen, informieren als Demonstrierende. Wir geben die Möglichkeit, Ruhe zu haben. Der Kirchsaal ist der Saal, der als Gebetsraum und als Ruheraum weiterhin dient, wo die Menschen eben sich hinsetzen, beten. Ich habe selbst gesehen, auf die Knie gefallen sind, auf Knien betend in der Kirche und die beten um Frieden. Das ist also sozusagen auch die geistliche Seite, die wir haben, was wir tun müssen. Wir müssen den Leuten weiterhin Evangelium anbieten. Evangelium, fürchte dich nicht, Gott ist bei dir. Gott steht zu seinen Verheißungen und er steht dazu, dass in dieser Welt Gerechtigkeit herrschen soll. Er steht bei denen, die friedlich protestieren, die friedlich bleiben. An allererster Stelle wünschte ich mir Gebetsunterstützung. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir alle erinnern uns sicherlich noch an die Revolution in Deutschland, in Ostdeutschland, und ich habe die ja auf ostdeutscher Seite miterlebt. Und wir alle wissen noch, wie wichtig Gebete sind und wie tatsächlich Gebete eine Welt verändern können, die Welt von Millionen von Menschen verändern können. Und ich hoffe, dass das in der Ukraine möglich sein wird, dass
es zu einer gerechteren Gesellschaft kommt, dass die Menschen tatsächlich das Gefühl haben, die Leute, die sie wählen, sind wirklich für sie da. Die sie unterstützen in der Wahl, nehmen sich wirklich ihre Bedürfnisse zu Herzen und sind für das Volk da. Ich hoffe, dass die Menschen das irgendwann spüren und merken können. Also Christen in Deutschland, betet für uns, betet für die Ukraine, für die Menschen hier, die, denke ich, genauso ein Recht haben, in Gerechtigkeit und mit vernünftigen Gesetzen zu leben, wie jedes andere Volk auf der Erde.